Hallo, ich grüße euch zu Blood and Wine mit Geralt. Und mit mir hier in dieser Höhle des Unsichtbaren. Ja, ich weiß gar nicht so ganz genau, wir sind überladen. Ich hoffe, wir finden noch erstmal was hier von dieser großartigen neuen Rüstung, wo ich die schicken roten Handschuhe schon anhabe. Wir haben also zwei Optionen, erkunde die Höhle und finde einen Ausgang oder finde eine Möglichkeit, den Unsichtbaren zu besänftigen. Ich würde eigentlich ganz gerne den Unsichtbaren besänftigen und mit ihm quatschen. Und deswegen gehen wir erstmal hier runter und schauen mal, was uns hier so erwartet in dieser echt strange Höhle. Hier war schon jemand. Das Wasser fließt nach oben, ne? Das Wasser fließt hier definitiv nach oben. Wahnsinn. Notiz des Magiers. Was steht denn da? Notizen des Magiers. 10 Minuten nach der Ankunft. Die Teleportation hat funktioniert. Ich habe es mit dem Großteil meiner Ausrüstung in die Höhle geschafft. Das Wichtigste, das Megaskop ist intakt, sodass ich mit Bannart sprechen kann, wenn ich es am rechten Ort aufgebaut habe. 30 Minuten nach der Ankunft. Ich habe bereits mehrere Gravitationsanomalien festgestellt, was nahelegt, dass Sorel Degerlund recht hatte und die Grenzen zwischen den Sphären hier recht dünn ist. Weitere Tests werden mir zeigen, ob sich wirklich ein Durchgang in unsere Welt aufgetan hat. 1 Stunde nach der Ankunft. Ich habe noch keine Vampire getroffen, aber ich kann ihre Stimmen hören. Ich werde mich umsehen. Ich muss vorsichtig sein. Was ihm wohl zugestoßen ist? Ein seltsamer Schädel. Das sieht aus wie ein Vampirschädel. Haben wir aber auch schon einen. Ups. Haben wir schon einen gefunden? Ist da noch was? Nein. Fußspuck. Tief. Ein Mann. Also, wir suchen mal nach dem Magier. Ja, ist ein bisschen irgendwie so, ne? Hopping, Aufgabenhopping, aber ich möchte natürlich so viel, was dann da drüben, wie möglich mitnehmen. Haben wir hier eine Statue eines Humanoiden mit Flügeln. Das könnte was sein, um den Unsichtbaren zu besänftigen. Ups. Da komme ich nicht hoch, sofern ich mir keinen Schwung holen kann. Schwung holen. Pferd rufen? Ich kann das. Seht ihr das oben rechts? Ich kann das Pferd. Ich kann Plätze rufen. Eigenartig. Also da irgendwie muss ich da wohl hoch. Ich möchte aber erstmal schauen, was wir hier hinten haben. Da hinten, ja, guck an. Hier geht's weiter. Da links ist nichts. Einmal hier hoch. Den hat's doch mit Sicherheit zerbröselt, oder? Oh. Unser Magier ist ein Vampir, so wie es sich anhört. Zwei Vampire sind da. Sind das Flatterer? Proto-Flatterer. Aha. Thank you.
glaube, ich muss vielleicht auch Quen umstellen. Ach du Scheiße, nee. Der Schlag, Mensch! Ja, Himmel, Arsch und Donnerwetter, ist es denn wahr? Gut durch die Gegend. So, ihn haben wir schon mal erledigt. Na komm. So. Eieieiei. Verdammt. Was für ein Vampir war denn das? Hab ich noch nie gesehen. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit zuschlagen. Was macht Geralt? Geralt stellt sich erstmal in Pose. Und macht einen auf dicken Max. Ist ja unfassbar. So, was haben wir denn hier? Brauchen echt eine, so schick wie die Rüstung ist, wir brauchen eine bessere Rüstung. Wir müssen erstmal die Rüstung hier reparieren. Wo sind wir denn jetzt hier bei 62%? Also können wir noch mal zweimal das Ganze machen. 81, 78, auch da können wir. 68, können wir auch zweimal. So. Was sagen die Schwerter? 70, 73, jetzt wo wir schon mal dabei sind. Komm, wir sind heute mal großzügig. Dann sind die auf jeden Fall bei 100 und jetzt können wir das noch ein bisschen pimpen. Haben wir da was? Wir nehmen schon mal die Rüstungsdurchdringung. Die ist auf jeden Fall gut. 30, das ist wirklich gut. Angriffskraft, naja, weiß ich nicht. Adrenalingewinn nehmen wir auch. Ja, und der Rest ist jetzt nicht. Komm, wir machen mal, ne? Adrenalin-Push. Können wir gebrauchen. So. Haben wir nicht noch einen? Dahinter ist doch noch einer. Ja, das war heftig. Upsala. So. So. Na komm. Na, ist ja nicht wahr. Na komm, so, da. Ja, da. Manchmal stelle ich mich an, als hätte ich, würde ich dieses Spiel zum ersten Mal spielen. Jetzt gucke ich mal, ob wir nicht irgendwas davon einfach wegschmeißen können. Guck mal hier, die beiden, ha? Die sind ja jetzt so toll, sind die jetzt nicht. Weg damit und weg damit und dann können wir wieder uns ordentlich bewegen. So. Haben wir noch was? Ein seltsamer Apparat. Haben wir doch auch schon gefunden. Das haben wir weggeschmissen, da geht's wieder hoch. Okay. Und da. Ich habe jetzt ja gedacht, dass einer von den beiden der Magier wäre. Aber falsch gedacht. Sieht schon cool aus. Nochmal seltsamer Schmuck. Ey, was ist denn da? Erstmal hier. Ein Megaskop. Kaputt. Aha. Ein Megaskop. Ach Quatsch. Kaputt. Das Buch da wollte ich nehmen. Komm. Nochmal Notizen. So, so. 2 Stunden nach der Ankunft. Das Megaskop lässt sich nicht starten. Ich bin wohl zu weit unter der Erde, um mit Banart sprechen zu können.
Also muss ich ohne weitere Konsultationen mit den höheren Vampiren kommunizieren. Ich beeile mich besser. Also wenn die alle so drauf waren, wie es der Unsichtbare ist, dann ist da wohl nicht allzu viel kommuniziert worden. Dann haben die den eher fließt so als... dieser Fluss nach oben? Ja. Das ist einen zweiten Blick wert. Was jetzt? Ja, geil. Ich stehe Kopf. Die Schwerkraft steht Kopf. Sie zieht mich nach oben. Also es läuft ja gerade Prey, ne? Der 2017. Und 2001 oder 2002 kam ja der erste Teil oder Prey ursprünglich raus. Da bist du auch unter der Ecke, unter der Decke gerannt. Oh, geil! Und so ein bisschen so fühle ich mich jetzt auch. Das ist geil. Mega, mega, mega. Bah, das sieht so geil aus. 65 Schutz mehr, was die Brustpanzerung anbelangt und die Stiefel 26 Punkte mehr. Und das Ganze können wir dann auch noch pimpen. Bah, ist das geil. Hm? Und das steht dem Geralt richtig gut. So, was haben wir hier? Natürlich sind wir überladen. Das ist jetzt kein Wunder. Wo müssen wir jetzt lang? Da drüben leuchtet was. Gehen wir mal hier runter. Mhm. Wie viel Übergewicht haben wir denn? 13 Kilo. Ja komm, die kann weg. Das hat ganze 2 Kilo gebracht. Toll. Also, unsere... Tesham Mutner werden wir auf gar keinen Fall wegschmeißen. Das kann auch noch weg. War halt 7 Kilo. Nee. Nee, die kriegen wir nicht weg. Da müsste ich Rüstung wegschmeißen und da habe ich keinen Bock zu. Dann können wir das auch alles behalten. So, dann hier weiter. Sorry, da müssen wir also schön gemütlich und langsam gehen, aber es ist ja... eine echt irre Welt. Na, dann gehen wir hier rein ins Wasser. Mal gucken, was dann passiert. Gar nichts. Irgendwie fließt das Wasser... Also, ich weiß nicht. Ja, es fließt nach oben. Wir gehen ja jetzt unter der Decke. Oh, da geht's lang. Sorry. Einfach mal unsere Sinne einschalten und dem Ganzen folgen. Ja. Es ist so irre hier, was die sich haben einfallen lassen. Und Leute, man darf nicht vergessen, das ist nur ein Add-on. Ne? Manche Vollpreisspiele bieten nicht an, auch nur annähernd so viel. Hallo. Zur anderen Seite. Ob es mich dahin trägt? Darüber springen können wir wahrscheinlich nicht, ne? Ich gehe mal hier runter. Hui. Ach, dann komme ich wahrscheinlich hier raus, ne?
Ah, hoch komme ich. So, wir machen mal wieder ein Experiment. Ich fürchte, dass ich gleich meine Tesha Mutna los bin. Aber es geht nicht anders. Ich brauche Bewegungsfreiheit. Denn ich möchte gerne darüber springen. Vorher werden wir mal abspeichern. Das hätte er nicht gemacht. Er hatte keine Chance. Okay, das ist jetzt nur einer. Aua! So. Was hat Geralt gesagt? Er hätte es nicht tun sollen. Da liegt unser Magier. Er hat immerhin versucht, sich zu verteidigen. Vielleicht sagt er mir was. Ja, nee. Dekan Marcellus hat deutlich gemacht, dass ich als Spezialist für postkonjunktive Spezies dich bei den Vorbereitungen auf deine Reise unterstützen soll. Vielleicht sollte ich mit einer Warnung beginnen. Sie ist heller Wahnsinn. Vorausgesetzt, du überlebst die Teleportation. Dutzende Meter über dem Erdboden ein stabiles Portal zu öffnen, ist sehr riskant. Wirst du danach in Fetzen gerissen. Höhere Vampire mögen rationale Kreaturen mit entwickelten kognitiven und analytischen Fähigkeiten sein, aber andere Spezies sind Kontaktaufnahmen gegenüber weniger aufgeschlossen. Wenn du es tatsächlich lebendig bis zum Unsichtbaren schaffen solltest, so tue sofort dies. Beuge das Knie, sage Grußworte in seiner Sprache, Ekelti, laut Niamar, und lege den beigefügten Haagland Aragonit-Kristall als Geschenk auf den Boden. Dann und nur dann besteht eine winzige Chance, dass du angehört wirst. Doch bei den Göttern, fasse dich kurz, Jochen Brandt. Also, wir brauchen diesen Aragoniten-Kristall, müssen dann Ekloti laut Niama sagen und uns vorher natürlich noch verbeugen. Das Ganze auf den Boden gelegt und dann, ja, ein hoffen. Opfer für den Unsichtbaren. Verflucht, das wäre nützlich. Kantate. Wie gut, die Kantate? Oh ja. Oh ja. Sehr geil. So, jetzt müssen wir noch diesen Kristall finden. Oh, 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 oh. Was haben wir denn da? Finde eine Opfergabe für den... Oh, was haben wir da? Moment. Das muss das Opfer für den Unsichtbaren sein. Ja, na damit. Wenn ich das dem Unsichtbaren gebe, bringt er mich vielleicht nicht um. Jedenfalls nicht sofort. Gut, dann den Ausgang gefunden. Vorher aber holen wir uns unsere Rüstung zurück. Zack. Na, wenigstens hat das mal geklappt. Schnell einsacken, bevor sie wieder weg ist. Wir sacken dahin. Muss ich da hoch oder? Na, ich gehe mal hier lang. Mal gucken, was passiert. Was ist so? Ah, jetzt bin ich wieder unten.
Haben wir ein Spiegelbild? Tatsächlich. Gut, wir gehen mal raus und suchen uns einen Ausgang. So. Jetzt ist die Frage, wir müssen da entlang. Können wir einfach hier so hochgehen? Guck mal, was passiert. Das geht nicht. Okay. Dann erzählt er was mit Schwung holen und darüber. Das war aber, da war oben waren wir doch, oder? Oh, ist das alles ätzend. Wir gehen jetzt hier langsam hoch und gucken mal, kann ich da hochspringen? Ja. Nein. 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 Okay, das geht nicht. Oh, ist das ätzend. Jetzt müssen wir hier wieder hoch. Okay. Und hier entlang. Da waren wir auch schon. Ganz toll. Wir gehen auf Wanderschaft. Völlig nutzlos, ehrlich. Mich würde interessieren, was passiert, wenn ich hier runterspringe. Springe ich dann runter und lande oft an der Decke und sterbe dadurch oder was? So, lass mal schauen. Ich muss wohl da irgendwie so hoch. Irgendwie da muss ich hoch. Die Frage ist nur, wie komme ich da hoch? Na, ganz ruhig, Geralt. Okay. Kann das jetzt so leicht sein, dass ich da so hoch springe? Ich speichere mal eben. Nein, das war's nicht. Oder ich muss wieder was ablegen. Ich muss meine Rüstung loswerden wahrscheinlich. Das, was ich überhaupt nicht will. Und das auch noch und das auch noch. Dann muss ich wahrscheinlich... Nein. Muss ich denn lang, verdammt? Wie komme ich da hoch? Bin ich so blind? Geht's hoch, alles klar, Rüstung. Da. So. Lang genug. Die Felsspitze ist da, wo die Schwerkraft umgekehrt ist. Die Spitze fällt nach oben, wenn sie abbricht. Ich muss nur die Basis zum Einsturz kriegen. Kann ich das mit Art? Ja. Das müsste es tun. Springen ins Wasser. Okay.
Nee, ne? Bin ich jetzt falsch gesprungen? Und warum habe ich die Hose eigentlich immer noch nicht? Okay. Aber mir fehlt noch die Hose. Seraya. Jetzt muss ich nur noch den Unsichtbaren in Plauderlaune bringen. Du musst mir sagen, wo ich die Hose kriege. Ich speichere hier mal. Sicher ist sicher. Oder noch besser, ich mache einen Speicherpunkt, ich schneide das aber raus. Und dann hier raus. Da. Und wisst ihr, was ich mache, bevor ich den Unsichtbaren in Plauderstimmung kriege? Es sei denn, ich komme jetzt hier nicht raus. Ich werde als allererstes Klamotten verkaufen. Ganz genau. Das mache ich aber zwischen den Folgen. Damit einfach mal, na, ich mich wieder bewegen kann, damit alles ein bisschen schneller geht. Vergesst, was ich gesagt habe. Ekelti laut Niyama. Du greifst nicht an. Hörst du mir zu? Vielleicht sprich. Erstmal Regis. Was ist mit Regis? Nichts. Er schläft. Weckst du ihn wieder auf? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Du wolltest sprechen, nicht fragen. Tu es oder stirb. Oh, was war das für eine... Na, dann fragen wir, dann sprechen wir mal lieber. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Ich bin wegen Detlef hier. Er ist... Ich weiß, wer er ist. Und... Er hat eine Horde niederer Vampire auf die Stadt gehetzt. Ich muss ihn aufhalten. Ich muss das nicht. Das mit den Unschuldigen können wir, glaube ich, uns haken. Das interessiert ihn gar nicht. Detlef bedeutet auch Ärger für dich. Ja, das wär's. Das könnte funktionieren. Früher oder später macht Detlef dir Ärger. Großen Ärger. Wie das? So wie Kahagma Ärger gemacht hat. Die Leute werden ihn irgendwann umbringen. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber sie finden eine Möglichkeit. Und dann gehen sie auf Vampirjagd. Und sie werden auch dich finden. Und das soll ich fürchten? Nicht, weil sie dich umbringen, sondern weil deine Ruhe dann vorbei ist. Umherziehende Ritter und Magier werden hier aufkreuzen, Tag ein, Tag aus. Vielleicht werden sie sich sogar herteleportieren. Es kommen immer mehr, sei dir sicher. Natürlich wirst du sie umbringen. Dann setzen sie diese Höhlen unter Wasser. Oder holen Pioniere aus Mahakam und sprengen sie. Nein, dieser Ort muss sicher sein. Das Tor... Thank you.
Wie lautet dein Plan? Wir müssen Detlaff überreden, die Stadt in Ruhe zu lassen. Wird er das? Vermutlich nicht. Wir müssen es trotzdem versuchen. Wenn es zum Kampf kommt und du ihn tötest... Bin ich verfemt, das weiß ich. Dennoch bitte ich dich, Detlaff herbeizurufen. Wohin? Tesham Mutna. Geht hin. Wenn ich euch dort spüre, rufe ich Detlaff. Ich danke dir. Verlasst mich. Puh, das lief besser, als ich zu hoffen wagte. Wow, ja, besser soll das ein Witz sein. Sind alle eure Unsichtbaren so gastfreundlich? Das kommt darauf an. Manche sind eitel, andere herrisch. Aber mit den meisten kann man reden. Doch er, jedes Wort hat ihn große Kraft gekostet. Das Gespräch schien ihm Schmerzen zu bereiten. Mir wird klar, dass die Sphärenkonjunktion nicht nur für uns eine Katastrophe war, sondern auch für euch. Für uns Monster. Du kannst dir die Euphemismen sparen. Ich würde sagen, für uns war sie schlimmer. Ihr wart so viele, wir nur eine Handvoll. Wir hatten keine große Wahl. Entweder passen wir uns an, oder wir verbergen uns. Wie er. Die Höhle, in die ich geworfen wurde, ist da das Tor zwischen den Welten? Gewissermaßen. Sie ist nur verschlossen und versiegelt. Geht sie je wieder auf? Meinst du, ihr kommt nach Hause? Ich bezweifle es. Und der Unsichtbare vermutlich auch. Was macht er dann hier? Was ist der wahre Grund? Um beim Bild eines Tores zu bleiben... Keine Tür ist je unüberwindlich. Gerüche dringen zum Beispiel durch. Und wenn der Wind weht, kommt auch irgendein Staub durch. Eine reale Spur von Dingen auf der anderen Seite. Nicht viel, aber immerhin. Und du? Wie fühlst du dich, wo du jetzt bist? Schlecht natürlich. Geralt, stell dir die unangenehmste Situation vor, in der du dich befinden könntest. Was wäre das? Ich rede jetzt nicht von Schmerzen, die dich an die Schwelle des Todes führen, sondern von etwas, das dir größtes Unbehagen bereitet. Na gut, das wäre wohl ein Hofbankett. Enge Klamotten, jeden muss ich anlächeln und mich an seichter Konversation beteiligen. Und derweil singt Rittersporn eine Ballade über Yennefer und mich, die alle hören. Sehr schön. Jetzt stell dir vor, dass du dort festhängst. Nicht für eine Stunde oder einen Abend, sondern für immer. Und wenn du nur einen Augenblick aus der Rolle fällst, wenn du dich auch nur kratzt, wo die Nähte jucken, brüllt alles um dich herum sofort: Monster, Monster! Sie gehen auf dich los und reißen dich in Stücke. Klingt ermüdend. Verdammt ermüdend. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Zeit, Detlaff herbeizurufen. Ja, höchste Zeit. Willst du direkt nach Tesham Mutna gehen? Gehen wir. Ich will es hinter mich bringen.